Freaks, meine Resident Evil Freaks. Nein, willkommen Leute, meine Freunde, meine Zuschauer zu Let's Play Resident Evil 3 Nemesis. Und man sieht es schon: Load Game, New Game. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Das ist auf Englisch das gute Spiel. Warum habe ich das auf Englisch? Nun ja, ich finde die deutsche Version nicht mehr. Ich habe sie ist verschollen in den unendlichen. Ja, ist auch egal wo. Ja, dann spielen wir einfach die englische. So schwer ist die. Was mache ich denn? Wieso mache ich Load Game? Ja. So schwer ist die Story auch jetzt nicht. Wir spielen Jill Valentine. Jill hat ihren Dienst von Stars quittiert und möchte jetzt nur noch einfach nur noch flüchten aus Raccoon City. Ja. Und was die Jill dazu sagt, werden wir in dem Hard Mode sehen. Das ist für mich das erste Mal, dass ich das auf Hard spiele. Oh mein Gott, ich hoffe, ich verkacke das nicht. Ich habe jetzt schon Angst. It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them. And that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions. But there would be no forgiveness. Only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance. My last escape. Unlogisch, oder? Was für eine Waffenkraft die da verwenden. Wir als zärtliche 23-jährige Frau. Ach komm, egal. Das ist die englische Version. Ungeschnitten. Die super mega kopfzerfetzende Uncut-Version. Und wo war ich denn? Nein! Ich werde direkt gebissen. Hallo? Geht's noch? Komm mal klar. Beißt er mich zweimal hintereinander? Ich glaube, ich spinne. Und ja, die deutsche Version, die ist nicht. Ach, die ist nicht, was sage ich denn hier? Die ist geschnitten. Da sieht man kein Blut, sondern nur Graues. Und die Zombies lösen sich auf. Ja, das ist dazu zu sagen.
die Bücher, die ich da gerade gelesen habe, das war nur, wie man die Spielfigur bewegt. Das ist eher uninteressant für unsere Zwecke. Ja, auf Easy Mode, da hat man am Anfang ziemlich viel. Da hat man ein Maschinengewehr, eine Schrotflinte, eine Magnum. Irgendwie hat sie überlebt. Aber Jill überlebt ja immer. Das ist ja unsere. Das ist ja Bear Grylls in weiblich. What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there. How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here. No! I'm not going anywhere. I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters. Now leave me alone! Ein Feigling. Sind ja keine Untertitel? Moment mal. Geht ja gar nicht. Moment. Haben wir keine Untertitel? Haben wir natürlich nicht. Ja, was machen wir denn da? Da muss ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen. Und wenn ich die Untertitel einsetzen muss, das kriegen wir schon hin. Jo, 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 jo. Ein Erste-Hilfe-Spray. Übrigens, das, was ist alles neu in diesem Spiel? Es ist neu dieses Werkzeug, womit wir Patronen machen können. Da müssen wir Schießpulver finden. Und aus diesem Schießpulver können wir Patronen machen. Es ist neu, dass man jetzt eine 180-Grad-Drehung machen kann. Das ist diese hier. Die man auch schon aus den anderen Teilen kennt. Also aus Teil Code Veronica, konnte man das da machen? Ich glaube ja. Und aus. Ja. Was war denn Teil noch? Remake, den Remake, glaube ich. Genau. Das ist neu. Dann ist. Ja. Was ist denn noch? Eigentlich nichts, oder? Irgendwas vergessen? Ja, wir haben hier einen dauernden Begleiter, den wir früher oder später mal treffen werden. Man muss nicht vor der Treppe immer X drücken. Die läuft, man kann jetzt selber hochlaufen. Frei bewegen auf der Treppe. Hier kann auch zwischendrin stehen bleiben. Es ist immer noch alles vorgerendert, wie man es kennt. Ja, es gibt nur noch Schreibmaschinen. Es gibt nur noch Türsequenzen. Es gibt nur noch Schlüssel, die man finden muss. Es gibt immer noch super Ausweichmanöver von meiner Seite. Da ist das Schießpulver. Aus diesem Schießpulver können wir Patronen machen. Da liegt nichts Besonderes. Ja. Wie gesagt, auf Englisch ist ein wenig für die Leute doof, die kein Englisch können, aber ich werde da irgendwie was machen. Moment, komm mal, damit ich das mal zeigen kann. Ein Pulverchen mal verwenden. Da seht das. Daraus bekommen wir Patronen. Wir können auch Pulver mischen. Es gibt nicht nur dieses rote Pulver, sondern auch gelbes, das ist für Schrot. Und blau ist das für den Granatenwerfer ist. Und man kann auch zum Beispiel A und B mischen, also Pistolenmunition und Schrot, das kann man zum Beispiel mischen. Da kommt schön Granate raus und so weiter und so fort. Ja. Ich würde sagen, das reicht aber fürs Erste. Ich werde mit Jill hier ein wenig verweilen. Wir überlegen uns was, wie wir das hier lösen, Herr Jill. Ja. Zeigt mir nur. Ich frage mich auch, wie Jill. Es ist September, ist ja auch nicht gerade ein warmer Monat, wieso läuft die so rum?
Pullover hat sie um Hüfte geschnallt, anstatt den anzuziehen, aber naja. Gut. Ansonsten, ich würde erstmal sagen, ich mache hier einen Schnitt. Und dann werden wir mal sehen, wie wir das hier machen. Ich bin sehr gespannt, weil das ja auf hart ist. Ich habe selber noch nicht gespielt auf hart. Und pow, genau. Das wird interessant. Übrigens, ach komm, da können wir später drauf. Ja. Ja, ich mache hier mal einen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, Tschüssikowski.